Hey Leute, willkommen zurück auf Sportbox und zwar heute mit den Tops und Flops vom 23. Spieltag. Meine Tops. Ganz klar, Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang für mich der Spieler des Spieltags. Nicht, weil er nachher das 1 zu 0 macht, sondern weil er vorher alles verschossen hat, was man verschießen konnte. Gerade in der Phase, in der der BVB steckt, ist es eine schwierige Situation, auch für einen Offensivspieler. Und Aubameyang zeigt einfach, dass man während eines Spiels nie aufgeben darf, immer weiter hart an sich arbeiten muss und dann irgendwann auch dafür belohnt wird. Den Torjubel lassen wir aus. Könnt ihr mir ja sagen, was ihr davon haltet. Ich bin da nicht so der ganz große Fan von. Aber seine Leistung stark, dass er nachher das entscheidende oder das mitentscheidende Tor macht, finde ich super. Toller Spieler, hilft dem BVB ganz klar in dem Moment weiter. So, wen habe ich noch? Ich gebe Geld ganz selten mal einer Mannschaft das Prädikat wirklich top. VfL Wolfsburg. Ganz klar für mich einer der Gewinner des Spieltages. Die komplette Mannschaft des VfL Wolfsburg. Und zwar deswegen dreimal zurückgelegen, dreimal wiedergekommen, am Ende 5-3 gewonnen. Ist für mich der zweite Top auf jeden Fall des Spieltages. Lasst mich das wissen, wenn ihr noch als Tops habt. Für mich sind das die beiden Tops des 23. Spieltages. Die Flops. Meine Flops des Spieltages, ganz klar, Giroud vom Hamburger SV, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, sein Team verliert, er verschuldet zwei Elfmeter, es ist einfach unglücklich, aber er gehört für mich ganz klar mit zu den Flops des Spieltages. Der zweite Flop, auch aus dem Derby, Timon Wellenreuter, ja. Zweiter Flop, ganz klar, das Gegentor muss er sich anheften. Traurig dabei, er macht bis dahin ein Hammerspiel, aber als Torhüter hat man einfach die Prämisse, ein Fehler macht das ganze Spiel kaputt und deswegen mit der Lächerlichkeit ist er auf jeden Fall einer der Flops des Spieltages. Wie seht ihr das? Wen habt ihr noch als Tops oder Flops auf dem Zettel? Lasst es mich wissen unten über die Comments und dann bleibt sportlich, bleibt der Sportbox.